Chat. Da bin ich wieder. Weiter geht's. Letzte Session. Stündchen. Und dann soll das für heute reichen. Wir verkaufen jetzt Shit. Du bekommst Teil und aber auch das Geld. So, geschlafen habe ich. Welcome back. Thank you very. Thank you very. Wir bekommen jetzt Teil und das Geld und kaufen uns neue Ausrüstung. Ja. Schauen mal, was unsere Ausbeute so erbracht hat. Suchst du nach was Bestimmten? Nö, aber du kannst meine Hacke haben, du kannst meine Axt haben. 9 Silber für den Panzer sofort. Ja, die brauche ich auch nicht. Die auf jeden Fall auch nicht. Harpune finde ich bestimmt auch überall noch. Machete habe ich noch im Lager. Muss mal nach den braunen Gewürzkäfern in meinem Lager gucken. Nicht, dass die vergammeln. Das wäre nicht gut. Boah, Lachs auch auf jeden Fall. Braucht keine Sau. Irgendwie habe ich noch gar kein Problem mit Hunger gehabt. Ah, okay. Hier kann ich eine Schriftrolle für Dingsies bekommen, okay. Urkunde der Stammesgunst. Die sind nur zum Verkaufen da, ne? Im Lager vergammelt nichts. Oh, okay. Setan kann ich mir auch immer wiederholen, wenn ich einen brauche. Ah, ich kann ihm auch den Kochtopf verkaufen. Ja, aber den brauche ich auch noch nicht. Ich kann einfach bei mir in der Küche kochen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich irgendwie in die große, weite Welt hinausziehe. Die fallen auch. Ich werde immer direkt Close Combat gehen. Ich guck gleich mal. Wahrscheinlich kann ich einfach die Urkunde der Stammesgunst. Ist sie wahrscheinlich nur dafür da, um sie zu verkaufen. Mal schauen. Ich bin richtig armer Junge. Gar kein Geld. Kapazität 50. Was kann mein Rucksack? Wahrscheinlich 25. Ne, 25 kann der, ne? Also verdoppelt das quasi meine Lagerkapazität. Das ist also für unterwegs. Was auch nicht zu verachten ist. Was haben wir hier noch? Blausand. Auch da weiß ich, wo ich das kriege. Kaltstein würde ich noch dann festhalten. Getrockneter Pilzriegel. Steht ein Teil der maximalen Gesundheit wieder her, war auch noch nie ein Problem. Käfer habe ich noch im Lager. Die haben keine Snacks für mich, liegen noch im Auto. Ich muss morgen mein Auto mal frei machen, tatsächlich. Oh, mein getrocknetes Fleisch ist fast vergammelt, what the fuck. Ja, dann weg damit. Krieg ich wenigstens noch einen Euro für. Okay, 81 Euro. Yes. Bitte. So, was hast du denn jetzt so für coole Sachen für mich? Leider kann man hier nicht direkt sehen, was meine Rüstung macht. Also die kann ich mir eh nicht leisten. Weil andere Schuhen. Muss ich mir gleich eh nochmal angucken. Rucksack wäre auf jeden Fall auch eine gute Investition, glaube ich. So, meine Schuhe machen 5, 7, 9. 5 gegen physisch, 7 gegen Magie, nehme ich mal an. Widerstand Kälte ist noch kein Problem. 4-2 ist nicht viel. Suchst du nach was Bestimmten? Yes.
Der Helm ist schon cool, aber 5,7 macht der Stroh, glaube ich, auch, ne? Da waren das die Schuhe. Ne, 4 und 2. Ich mag meinen Stroh aber so gerne. Die Rüstung ist halt auch übel räudig. Suchst du nach was bestimmt? Aber die ist auch nicht besser. Und das ist zu teuer. Doch, rechten Stick drücken. Oh, wow, okay. Ich glaube, ich nehme trotzdem erstmal den Ranzen. Mehr Sachen zu haben ist halt, oder mehr Stauraum zu haben ist halt gut. Einfach aus dem Grund, dass ich dann einfach mehr Loot mitnehmen kann. Auf eine Expedition. So. Wenn ich jetzt den Ranzen ausrüste. Dann fällt der einfach ab. Da kann ich einfach alles nehmen. Nein, nicht den anlegen. Nein, nimm den Ranzen. Kann ich nicht den Ranzen nehmen? Den verkaufen? So, dann müsste jetzt ja leer sein. Richtig? Yes. Suchst du nach was Bestimmtem? Nö, kann ich nicht verkaufen. Never mind, dann bleibt er halt hier liegen. Er ist, glaube ich, dann irgendwann automatisch in deinem Inventar. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal cool, meine Lampe damit dran. Schauen wir doch hier vorne mal, was der Dude so noch zu bieten hat. Was kann ich für dich in Ordnung? Aber das ist auch alles Schrott. Die ist super cool. Ich bin kein Hellebarde-Typ. Ich glaube, ich sollte mir auf jeden Fall einen einfachen Bogen mal kaufen. Oh, du hast auch noch Helme. Eine affordable Rüstung. Auf jeden Fall sehr viel leichter zu bekommen als die da war. Lebensdrankrezept wurde erlernt. Ja. Kann ich das irgendwo einsehen, was ich dafür brauche? Ja, hier. Oder? Dann bestimmt in meinem Haus. Erstmal gehe ich zu der Bürgermeisterin und frage und gebe ihr diese komische Schriftrolle, falls es was bringt. Wenn nicht, verkaufe ich sie einfach. Ich nehme an, dafür ist sie auch gedacht. 45 Euro als Verkaufswert kann eigentlich nur dafür gedacht sein, das Geld zu machen. War das schon das Rathaus? Nee. Und Marmelade müssen wir noch machen. Auch wichtig. Hier ist, was du wissen musst. Okay. Never mind then. Dann verkaufe ich den Shit. Was kann ich für dich tun? In Ordnung. So. Oh
und den Bogen bitte. Ich könnte mir den Helm sogar leisten. Vielleicht mal einen coolen Strohhut. Dann spare ich lieber auf die coole Rüstung. Macht mich zwar auch langsamer. Aber egal. Ist einfach jede Waffe so viel stärker als meine. Aber ich habe die Reichweite. Die Reichweite ist halt geil. Okay. So. Bogen ausrüsten. Ah, okay. Dafür muss ich die... Ja? Achso. Dafür muss ich die den Stock abrüsten. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt gehe ich nochmal zurück und hole mir neue Pfeile. Oder andere Pfeile. Die ich noch im Lager habe. Und dann ist da noch eine Truhe, die wir aufmachen müssen. Ganz wichtig. Oh. Der Activity Feed ist wieder deaktiviert. So. Pfeile. Yes, please. Ich muss richtig viel Beeren machen. Ganz, ganz wichtig. Marmelade meine ich. Die können ins Lager, die brauche ich nicht. Das auch nicht. Salz auch nicht. Und Geld brauche ich für meine Expedition auch nicht. Selbst den Schlafsack lasse ich mal hier. Genauso wie das hier. Ich habe nicht vor, für immer wegzugehen. Ich will mich nur jetzt in der näheren Umgebung mal umschauen. Wo habe ich das Brot her? Geil, Stullen schmieren. So. Oh yes. Stullenmeister. Mit ein bisschen Salz könnte ich sogar, aber dafür muss ich die coole Suppe opfern, das mache ich nicht. Wer meint? Ich gehe nochmal um zum Alchemie-Dingsi. Ich meine, das war hier, ne? Oder? Nein? Hm. Müsste dafür erst die Einrichtung für mein Haus kaufen? Naja. Egal, ist auch erstmal nicht so wichtig. Ich kann offensichtlich maximal 15 Pfeile auf einmal ausgerüstet haben. Auch nice to know. Auf jeden Fall. Jetzt holen wir uns die Schatztruhe. Schnauze voll jetzt aber. Ballern, yes. Ich gehe aber mal auf ein Abenteuer. Immer schön die Beeren pflücken, immer wichtig. Marmelade, wichtig. Wie viel kriege ich für eine Marmeladenstulle? 3 Euro? Könnte noch nützlich sein. Oh, fuck me ass. Ganz vergessen, dass ihr auch noch am Schlüssel seid. Ihr habt aber lange gewartet auf mich. Fuck. Was kannst du jetzt nicht tun? Was kann ich jetzt nicht tun?
Nee, Stock. Ah, ich bin noch langsam wegen meinem Rucksack. Vergesst das immer. Beide gleichzeitig getroffen. Die dürfen mich auf gar keinen Fall treffen. Die geben mir immer Krankheiten, die Viecher. Eins. Komm, fall um. So. Raubtierknochen und Tierhaut nehme ich sehr gerne mit. Kann ich gut verkaufen. Aber ich habe natürlich auch schon wieder Damage genommen. Ich könnte jetzt zurück in die Stadt gehen, aber ich habe keinen Bock. Jetzt mal einen Rucksack hier mit. Dann den Bogen ausrüsten. Und dann geht's weiter. Die Truhe war da oben. Und ich kann von hier aus auch schon das Lager von diesen komischen Clan sehen. Rückplattfalle. Gerät, das mit einem geeigneten Gegenstand ausgerüstet ist. Ausgerüstet und dann von einem Gegner ausgelöst werden muss. Um Druckplattenfallen aufstellen zu können, muss eine spezielle passive Fähigkeit erlernt werden. Halbes Kilo ist aber okay. Eisenschrott. Ja, und Kugel. Munition für Pistolen. Es gibt Kniften. Ballern! Ja, dann baue ich mir doch Kniften, hallo? Ja, mega. Ich werde mir sowas von Kniften bauen. Wie geil ist das bitte? Das ist Banditenlager. Dann ist dieser Lanzenhaino da vorne dann auch gleich schon am Stissel, ne? Das ist ein bisschen dumm. Wird mich gleich schon überfallen, quasi, wenn ich reinkomme. Dann rüste ich schon mal den Stock aus. Ich glaube, er hat auch einen Stock. Wird also eine gute Reichweite haben, der Junge. Oh, es gibt Kniften. Hoffentlich finde ich bei den Boys eine Knifte. Und hoffentlich setzt die keiner gegen mich ein. Das ist sehr komisch, wenn man dem ausweichen könnte. Oh! Jetzt blutig. Unkorrekt. Wie lange blutig? Du verlierst 1% deiner Gesundheit pro Sekunde. What? Für wie lange? What? Schnell noch die Beere sammeln. Schnell 2 Leinentücher. Nicht sagen. Ich laufe einfach zurück. Vielleicht schaffe ich es ja. Nö, I died it.
Unkorrekt. Wow, wie geil oder wie gut, dass mir das nicht passiert ist, als ich da das erste Mal drüber gelaufen bin. Als ich noch auf meinem Rückweg war von der Expedition. Das wäre sehr scheiße gewesen. Deine Beine geben nach und selbst Atem scheint unmöglich. Schmerzen leben deinen Körper, als dein Bewusstsein nachlässt. Und ja, das stand da eben gerade auch schon, die Jägerin. Es schneit? Ein rohes Fleisch ist verfault. Ich habe schlimme Schmerzen im Herzen. Egal, ich gehe erstmal mein Shit verkaufen. Dann legen wir uns oben hin und dann gehen wir nochmal frisch gestärkt los und ohne Schmerzen im Herzen. Suchst du nach was Bestimmten? Yes. Nein, Raubtierknochen, bitteschön. Und Tierhaut. Kannst du auch haben. Kriege ich sofort wieder, gar kein Problem. Druckplattenfalle werde ich auch niemals verwenden. Die Kugeln behalte ich mal. Immerhin 21 Euro für mich, dankeschön. Nee, steht da nicht. Ich fühle mich jetzt fully immersed, weil es draußen auch Schnee liegt. So. Kurz knacken. Bis zum nächsten Tag. Reparier mal ruhig deine Scheiße. Wir werden es brauchen. Bestätigen. Ich gammel halt sehr viel in dem Anfangsgebiet rum, aber es macht auch Bock. Macht auch Bock, sich das immer und immer und immer weiter aufzubauen. So. Die 21 Euro lasse ich mal hier. Die Kugeln lasse ich hier. Eisenschrott brauche ich nicht. So, und daraus kann ich mir jetzt Verbände craften, oder was? Wenn du es ja schon gesagt hast, ist ja auch egal. Muss ich das jetzt nur aus der Tasche machen, oder? Nö. Dafür kochen. Nö. Crafting-Menü. Verbände. Oh. Okay, got you. Ich kann mir sogar selbst einen Kampfstock machen. Ha. Für Pfeile brauche ich Holz und Eisenschrot. Schrott. Habe ich aber in meinem Dingsy, in meinem Lager. Sowohl als auch. Brauche ich mir nochmal ein paar Pfeile. 25 sind vielleicht nicht viel. Oder nicht genug. Das Crafting-Menü habe ich bis jetzt sehr gekonnt ignoriert. Kann ich vielleicht auch verkaufen oder so. So. Pfeile habe ich jetzt genug. Ich werde nicht all meinen Eisenschrott verballern. Liegt ja auch alles, nicht wahr? Brauche ich eine Fackel und eine Laterne? Ich denke nicht. So. Boah, es liegt echt Schnee. What the fuck? Was ist das Geiles?
Was ist das denn Geiles? Wir haben ein Thumbnail. Es weihnachtet sehr. Ha! Sehr cool. Schieb ihn nochmal hier hin. So cool für Thumbnail. So, So vielleicht. Und kalt ist mir noch nicht. I feel fully immersed now. Mega. So, das wollte ich aber nochmal gucken. Ich habe das Rezept für den Lebenstrank, aber ich kann den Lebenstrank nicht zubereiten. Vermutlich, weil ich dafür so einen Alchemie-Schüsselabeng brauche. Und ich habe Fähigkeiten. Laternenwurf, Feuer nachladen. Nötig Pistole, Kugel. Ich will unbedingt eine Kniftarme. Oh mein Gott, was ist der so cool? Ich hätte Badestab. Stoßtritt. Menü. Verwenden. Nein, 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 nein! Nicht so verwenden, Mann. Wie ist das jetzt Cooldown? Wie weise ich denn nochmal zu? Ah, da. Schnellster zuweisen für die ganz dumm. So, und Schnellster zuweisen. Okay. Hatte ich ihn einfach gedrückt und dann... Got you. Okay, jetzt nochmal zu den Bandidos. Gucken, ob ich jetzt etwas weiterkomme. Als bis zu der Falle. Let's fucking... Oh, es ist so cool. Aber mir ist jetzt etwas kalt. Egal, es ist so cool. Oh mein Gott, ist das cool. Ich feiere es so ab. Scheiß auf alles, ich mache hier das Thumbnail. So. Einstellungen. Hat weg. Verpiss dich, Junge! Ohne Witz! Ich brauche nur ganz kurz so einen Shot. So. Okay. Blödes Hühnchen. Nein, nicht trinken, nicht trinken! Verpiss dich jetzt! Schnell weiter, mir wird kalt. Mir wird ganz schön schnell kalt und ich habe natürlich die Fackel jetzt zurückgelassen. Aber was bist du denn für ein Otto? Stock gegen Stock. Zwei gegen eins, aber ein bisschen unfair, ne? Hat das gerade geblockt, der Spasti?
Yes, Kyle, you don't fucking say. Ah. Jetzt treffe ich den anderen Jungen immer. Double Hit. Okay, das war ein Gegner. Ah. Okay. 10 Pfeile. Mir ist übel kalt. Ich kann bestimmt doch erfrieren, ne? Beef Jerky. Das gute Beef Jerky. Ist unnormal kalt. Fackel. Macht die mich ein bisschen wärmer? Nicht wirklich. Konnte ich nochmal wechseln, dass ich die in der Hand habe. So. Nee, mir ist immer noch arschkalt. Na. Ah. Ich will nichts anziehen. Ich bin coole Monk. Aber ich muss eh zurück. Ich habe voll auf die Fresse gekriegt von 2 wachen Jungs. Kann ja mal gucken, wie viel Lebenstränke kosten. Aber sehr, 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 sehr interessant, dieses Spiel. Ich hoffe sehr, sehr, dass es auch für die Switch kommt. Eines Tages. Ich hatte kurz Hoffnung, als ich gelesen habe, Outer Worlds, habe ich das kurz mit Outward verwechselt. Elendes Leben entzieht so. Ach komm. Es ist ein einfaches Leben. Ich gehe raus, ich ballere, ich gehe zurück. Oh, kann ich mir vielleicht eine Knifte einfach da kaufen? Oh, es ist so viel Schnee schon da. What the? Die haben auch keinen Räumdienst, so wie bei uns. Was habe ich jetzt schon wieder für eine Kondition? Krankheit, Erkältung. Ich habe mich erkältet. Also erstmal machst du die Funzel aus, so. Ist das nicht vielleicht einfach eine Knarre? Das einfach nie gesehen. Das wäre sehr dumm von mir, aber zuzutrauen. Nö. Wenigstens ist es im Dorf immer warm, das ist schön. Oh, ich flex das gerade so ab, dass hier Schnee gibt. Hab ich überhaupt nicht mit gerechnet. Die Verbände stellen ein wenig Gesundheit wieder her. Kostet 3 Euro pro Verband. Erstmal kriegst du mein Shit hier. Erstmal kriegst du meine Stullen. Und abgenutzte Schisseler Bang und meinen Wasserschlauch. Ich habe ja einen neuen gefunden, der voll ist. Jerky behalte ich mal. Verbände kosten nur 3 Euro, ne? Stellen ein bisschen Gesundheit wieder her. Stellt außerdem verbrannte Gesundheit wieder her. Ich nehme an, verbrannte Gesundheit ist Maximalgesundheit. Oder nee, aufgebraucht und nicht. Nee, ist genau das Gegenteil wahrscheinlich. Erkältung dauert voll lange, um die auszukurieren. What the fuck? Ich hoffe, ich kann die einfach wegschlafen. Um ein paar Verbände zu haben, ist, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Je Stück für 12 Euro ist okay. Muss ich gleich mal gucken, was ich an warmen Sachen habe. Die Erkältung könnte ein Problem darstellen. Was habe ich denn so an Klotten noch? Ich hoffe, ich habe die nicht alle verkauft. Widerstand Kälte 6. Das ist besser als...
als meine Hule-Monk-Rüstung. Dann lege ich die mal wieder ab hier. Geld auch. Ich kann wieder Marmelade machen. Bin der richtige Marmeladenheld hier. Bevor mir die Beeren noch verderben. Schön einkochen für den Winter, lol. Boah, wieder den ganzen Tag verpennen. Schlimm. Komm, reparieren auch vielleicht. Das ist ja besser für die normalen Klotten. Held der Marmeladen, yes. Wenn ich Brot hätte, wäre ich Held des Brotaufstrichs. Oder, nein, Held des aufgestrichenen Brotes. Krankheit, Erkältung zieht sich jetzt zurück. Ich habe sie auskuriert, aber ich habe sie immer noch. Was macht die? Ausdauerwiderstand minus 15%. Damit kann ich erstmal ein bisschen copen, glaube ich. Ich muss nur gleich mal außerhalb der Stadt gucken, ob ich tatsächlich auch keinen Kälteschaden nehme. Überlässt du die Leute sonntags arbeiten? Nein! Und Samstag können die um 14 Uhr zumachen. Reicht auch. Auch keine Sau. Und auch hier bis 22 Uhr, ich glaube es hackt. Nee, die Leute arbeiten bis 20 Uhr, reicht völlig aus. Dann die meisten Feierabend und die da noch nicht Feierabend haben, können vormittags kommen. Dann keiner arbeitet von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kann mir keiner erzählen. So. So nämlich. Für die Leute. Ja, mir ist immer noch kalt. Crap. Ich habe keinen Bock, Erkältung zu bekommen. Das ist echt voll kacke. Aber gut kacke. Ist halt wie Prep-Work irgendwie, ne? Man kann nicht mal ebenso Banditen-Dingsy überfallen. Obwohl ich mir einbilde, für den Anfang schon ganz gut im Combat zu sein. Weil ich einfach die Gamer-Skills habe. Oh, wenn ich eine Beere mitnehme, kann ich mir neue Marmelade kochen, glaube ich. Jetzt muss ich Geld abheben. Wenn ich in meinen Rucksack, in meinen Ranzen jetzt Geld packe, der da vorne in der Stadt liegt, und ich lege den Ranzen einfach neben das Geschäft, damit ich mein Geld immer quasi da habe, würde das funktionieren? Könnte man eigentlich mal ausprobieren, ne? Also nicht mit all meinem Geld, aber dass ich quasi meine Bank da vorne habe. Aufpassen, dass ich irgendein Arschloch einfach hingeht und mein Shit wegnimmt. Kann ich eigentlich Pfeile auch verkaufen? Oh, und was kann ich... Kann ich nicht vielleicht einfach... Braucht irgendwas nur Holz. Ein primitiver Knüppel. Ich nehme mal Holz. So. Und dann... Gehe ich mal Crafting. Mach mal einen primitiven Knüppel. Jetzt will ich mal gucken, ob ich den primitiven Knüppel verkaufen kann. Schon geil so mit dem Schnee, oder?
Das ist mega schön. Kann ich nämlich einfach voll viel Holz hacken und so zu Reichtum gelangen, indem ich ganz viele primitive Knüppel verkaufe. Ja, wahrscheinlich ist der Knüppel 1 Euro wert oder so. Die werden schon was gemacht haben, um das auszubalancen. Suchst du nach was bestimmt? Na, ich kann den Knüppel nicht mehr verkaufen. Ups, nein. Wie das für den Landbesitzer sein muss, steht ein Typ vor ihm und schmeißt den Rucksack weg. No stonks, nope. Goldbarren. 100 Euro nur kostet Goldbarren bei dir? Ja, easy game. Ich glaube, ich muss mir eine Wintermütze kaufen. Widerstand Kälte 3, Widerstand Kälte 6. Das trage ich schon. Meine Schuhe sind jetzt schon besser in Widerstand Kälte. Also außer halt die hier. Aber die kann ich mir eh nicht leisten. Nee, 5. Und 10. So, die Rüstung brauchen wir gar nicht drüber reden. Der Strote Widerstand Wärme. Diese komische Haube hat Widerstand Kälte 5. Nee, 3. €100 für so ein Pelzhelm. Aber der ist auch einfach viel besser in der Verteidigung. Es wäre dumm, den nicht zu nehmen. Ja, gib her die Öttel. Sehe ich jetzt aus? Schön kacke. Aber ja, so ist das halt im Winterexpedition. Man gönnt sich ja sonst nichts. Exactly. Ich kann auch leider keine Pfeile verkaufen, da habe ich auch gerade nochmal drauf geschielt. Wie viel wiegt der Strohhut? 1 Kilo, ja. Nein, wir wollen fully prepared sein, nicht wahr? Ja, wir wollen fully prepared sein. So, jetzt muss es aber langsamer gehen mit der Kälte da. Was habe ich jetzt hier für... Steht irgendwo Kälteresistenz vielleicht? Immer noch ein bisschen Erkältung leider. Aber das ist nicht so schlimm. Nee, steht nicht. Könnte man nicht. Könnte man noch mal ranzoomen. Da geht das mit dem Kurzbogen gar nicht. Geht. Aber... das ging auch mit dem linken Dings hier, damit man sich noch... Ah ja, so, okay. Okay. So. Strohhut weg. Keule weg. 11 Euro weg. Und los geht's. Schnauze voll jetzt. Ich laufe jetzt los, ob es jetzt so kalt ist oder nicht. Ist mir egal. Aber ich habe jetzt eine schöne Fellmütze an, das wird ja wohl reichen. Eine schöne Jacke, schöne Stiefel. Wird richtig witzig, wenn der Schnee einfach aufhört und mir dann einfach die ganze Zeit zu warm ist. Nur um Schwitzen, der Junge, muss ich mich nackig machen.
Bis wie viel? 20 oder so? 20 Kälteresistenz. Sollte jetzt auf jeden Fall langsamer gehen. Ich meine, ich spiele immerhin schon wieder seit 45 Minuten, seit der letzten Pause. Wir haben noch nicht so viel geschafft. Okay, es ist immer noch kalt, aber ich wette, das geht jetzt nicht so schnell. Ich sprinte einfach durch, Junge. Mir musst du auch durchs Laufen warm werden, oder nicht? Wo sind wir denn hier? Doch, du hast dich erkältet. Was sind die Wachen respawned, die Jungs? Abfuck. Wieso rollen? An mir kommt keiner vorbei. Komm her. Oh. Nein. Rucksack weg. Wir haben Sprintnis. Zieh den Bogen. Ach. Okay, ich bin ein großer Fan vom Bogen geworden gerade. Und 3 Euro hat er dabei gehabt. Der andere lag da hinten noch, ne? Ja. Der hätte auch einen einfachen Bogen dabei. Der hätte mich auch einfach weggesniped, der Spacken. Sie auch sofort respawned sind. Ich glaube, ich muss den mal ein Ende bereiten hier, den Jungs. Geht so nicht. Oh Gott, ich freue mich so sehr auf die Pistole. Ich hoffe so sehr, dass ich in diesem Lager eine Pistole finde. Ich hoffe, die ist nicht scheiße. Fistfighting und Pistole. In die Fresse hauen und abknallen. In der Reihenfolge. Erst eine ballern mit der rechten. Ja, es dauert auf jeden Fall sehr viel länger, dass der Kältemeter sinkt. Eine ballern mit der rechten und dann mit der linken ins Gesicht schießen. That is how I roll. Muss ich aufpassen auf die Fallen. Scheint auf der rechten Seite zu sein. Zwei Wachen schon platt gemacht, kein Schaden genommen. Das ist nicht sogar der andere, es ist von der anderen Seite der Eingang, ne? Okay. Ab in Gamer Position. So, mal gucken, was hier abgeht. Ich bin ja so aufregend. Der Schnee ist etwas laut. Chillt ein Dude? Jo. Als ob du mich schon gesehen hast. Oh.
Rucksack! Nein, hör auf, die Karte aufzumachen, Mann. Jetzt muss ich schnell sein. Ich muss richtig schnell sein. Zu meiner Nahkampfwaffe wechseln. Oh, ich glaube, die ist ein Rucksack. Scheiße. Den Rucksack wieder aufnehmen, maybe? Oh, ich bin so slow, slowy boy. Komm, hau mich. Oh, wo ist meine Waffe? Oh, oh. Ein Trottel läuft im Kreis irgendwie. Ich will halt nicht reinlaufen, weil ich Schiss habe. Was da für Jungs dann auf mich warten. Ah. Rucksack ab. Oh, aber jetzt bist du dran, mein Freund. Scheiße, falsche Knopfkombi. Ich bin so ein Idiot. Fast keine Ausdauer mehr. Fall um. Gut. Okay, der erste ist down, aber ich habe auch schon wieder gut Schaden genommen. Was ist das da für ein Ausrufezeichen, Dingsy? Kann ich jetzt einfach einen Verband nehmen und mich damit heilen? Kann ich. Jetzt habe ich so ein Plus-Symbol und das sagt mir was? Stellt 0,5 Sekunden pro Sekunde wieder her. 0,5 Sekunden Gesundheit pro Sekunde. Okay, also eine halbe KP. Okay, Gotchu. Bogen wieder rausnehmen. Pfeile ausrüsten. Na, nicht nach Tasche verschieben. Ausrüsten. Ich warte mal, bis ich... Ich darf zwar nicht zu lange warten, wegen der Kälte, aber... So, 101 ist es ja alles kein Problem. Ist hier vielleicht Feuer drin, dass man mich aufwärmen kann? Nein. Ist es vielleicht generell wärmer? Nein. Schade. Kann ich da reingehen? Ist auch sehr klein die Tür. Nein, kann ich nicht. Da geht's rein. Da bist du bestimmt auch Macker. Ja. Ah, oh, oh. Warum war der so schnell, Junge? Okay, Stock, 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 Stock. Oh, fuck.
Ah, der dritte kommt immer ganz zum Schluss. Ach, Gott sei Dank. Okay. Verband. Wo ist mein... Achso, in meinem Rucksack. Okay, schnell Verband rummachen. Die Kälte wird nämlich immer schlimmer. Echt nicht mehr viel Health. Meine Fresse. Ich kann jetzt langsam keine Rücksicht mehr nehmen auf heimlich sein. Muss der Regen hoffen, dass da kein Dude ist. Aber hier ist halt einfach auch kalt drin. Zumindest Shit rum. Feuerlappen. Dreckiges Tuch, mit dem das Element Feuer auf eine Nahkampfwaffe übertragen. Ja? Handwerk Fangaxt. Lernt, wie man ohne Werkbank Ausrüstungsgegenstände herstellt. Dickes Öl. Kannst du nicht zu dem Feuer? Ja, aber das sind bestimmt Dudes. Was, hier stand interagieren? Interagieren. Achso. Stromspule werden benötigt. 2. Da oben ist irgendwas gepanzert. Das ist irgend so ein Hund oder so. Ah, eine gepanzerte Hyäne wahrscheinlich, so eine gezähmte. Ich könnte versuchen, dahin zu schleichen. Du hustest. Ich muss nur unbemerkt an das Feuer kommen, um mich zu wärmen. Okay, das klappt schon mal. Kommt so ein Dude rein und wärmt sich unbemerkt. Oh, was? Oh, fuck! Eine gepanzerte Hyäne? Aber mit dir kann ich umgehen, mein Freund. Mit dir kann ich umgehen. Du kannst ja nicht viel stärker sein als deine Artgenossen. Oh, deine Attack Rate ist höher. Oh, komm schon wieder ein Dude. Nächst! Heimlich wärm, yes. Habe ich irgendwas im Inventar, was ich jetzt noch machen kann? Wenn ich da reingehe, hauen die mich sofort. Da kam auch ein anderer Spack mit dem Hammer um die Ecke.